Schäumt total toll auf, steht da drauf. Ja, Pustekuchen. Habe ich jetzt. Mega lecker und ein sehr gesunder Snack. Und darum hat er auch, habe ich gerade eben mal gesehen, einfach drei Brote mitgenommen. Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Food Haul. Lang ist's her. Wir waren nämlich gerade beim Lidl einkaufen. Ich habe den ganzen Tisch hier voll. Ihr könnt es jetzt zwar nicht sehen, aber ich werde euch nach und nach jetzt zeigen, was wir alles eingekauft haben. Falls euch solche Food Hauls mega interessieren, lasst es mich direkt mal in den Kommentaren wissen und auf jeden Fall schon mal meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, wir machen wöchentlich eigentlich unseren Wocheneinkauf, logischerweise. Ja, und kaufen meist also auch beim Lidl ein. Und da gibt es ja die ein oder anderen interessanten Ersatzprodukte. Ich kaufe natürlich meist unverarbeitete Sachen ein, aber mein Freund schaut natürlich auch das ein oder andere Ersatzprodukt und manchmal probieren wir das halt auch dann zusammen aus. Was haben wir hier? Also, erst einmal natürlich, solange es die noch gibt, Wassermelone. Ich liebe diese Dinger einfach. Und wir essen die einfach so, ne? Also schneiden die auf. Müsst ihr mal machen übrigens, anstatt die so in Stücke zu schneiden, in der Hälfte aufschneiden und dann, ich kann euch das gar nicht erklären. Dann schneidet ihr einmal so und dann schneidet ihr einmal so. Und dann, vielleicht kann ich es euch gleich noch einblenden. Zieht dann so ein Stück raus. Vielleicht haben wir gerade an dieser Stelle ein eingeblendetes Bild, wo ich euch zeige, wie die Wassermelone aufgeschnitten wird. Mega einfach dann, ne? Kann man richtig so schön snacken. Als nächstes haben wir natürlich Champignons. Die essen wir super gerne. Einfach in, ja, in der Pfanne gebraten oder zu Nudeln oder im Salat. Also ist eigentlich so ein Allrounder und gibt es eigentlich jede Woche bei uns mit im Einkaufswagen. Dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Ja, mein Freund isst. Der trinkt gerne Säfte. Da habe ich jetzt hier den von Solevita Orange Premium und Selection Pfirsich. Ja, schmecken beide gut, aber ihr wisst ja, flüssige Kalorien sind nicht die besten Kalorien. Besser immer die ganze Orange und den ganzen Pfirsich essen. Aber schmeckt auf jeden Fall. Falls ihr Säfte trinkt, solltet ihr vielleicht darauf achten, dass ihr die nicht pur trinkt, sondern mit zwei Drittel Wasser verdünnt, falls ihr den Geschmack sehr gerne mögt. Aber damit ihr einfach nicht die pure Bombe an Fructose quasi direkt Intus habt, weil die machen ja nicht satt. Das sind, wie gesagt, einfach nur flüssige, relativ leere Kalorien. Klar sind da auch Vitamine und so drin, aber es ist natürlich schnell dann mal, was haben wir denn hier, pro Glas 135 Kilokalorien. Wenn ihr zwei Gläser trinkt, dann habt ihr schon eine kleine Zwischenmahlzeit auf jeden Fall drin. Und merkt davon nichts, ne? Mandeldrink, den nehme ich auch mal gerne mit. Was auch witzig ist, beim Lidl gibt es einen Hafer-Barista-Drink. Schäumt total toll auf, steht da drauf. Ja, Pustekuchen. Habe ich letztens gekauft. Der schäumt nicht auf. Also Lidl, ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Ich habe es vorher geschüttelt. Es hat nicht geschäumt. Aber war trotzdem lecker. Es hat trotzdem nicht geschäumt. Naja, aber den nehme ich auch gerne zum Backen oder so. Einfach, wenn ich den irgendwo... ja, eigentlich nur zum Backen. Oder manchmal auch im Café mittags. Aber wie gesagt, der schäumt halt nicht. So genauso wenig wie der Barista-Drink von Lidl. Oder ich bin zu blöd. Ich weiß es nicht. Gut, darf bei uns nicht fehlen. Genauso wie... Tomaten, mein Freund macht sich voll gern Tomatenschnittchen. Darum hat er auch, habe ich gerade eben mal gesehen, einfach drei Brote mitgenommen. Hä? Einmal das? Keine Ahnung, was es für ein Brot ist. Noch ein Brot. Und Toast haben wir auch noch. Ich weiß nicht, passiert euch das eigentlich auch, dass das Toast nie heile zu Hause ankommt? Bei uns ist das immer eingedutscht. Auch wenn ich Obst oder irgendwas mitnehme. Ich muss dann immer auch gucken, oder auch Tomaten, dass die mal ganz oben drauf liegen beim Einkauf, weil sonst... Wenn da irgendwas drauf liegt, stell euch mal vor, die Wassermelone kommt da drauf, dann geht alles kaputt. Das ist schon so oft passiert, gerade bei Tomaten, also immer vorsichtig sein. Aber ich denke mal, den Struggle kennt ihr wahrscheinlich. Dann habe ich noch Datteln mitgenommen, die nehme ich gern zum Backen oder, oh, ein Himmel einfach. Wenn ihr da ein ganz kleines Stück hundertprozentige Schokolade reinsteckt und dann ein bisschen Erdnussmus oder Mandelmus drauf, mega lecker und ein sehr gesunder Snack und eine tolle Alternative zu zuckerreichen Schokolade. Mein Freund isst gerne Pizza. Diese Fertigpizza von Lidl ist vegan. Die könnt ihr auch ab und zu mal mitnehmen, wenn ihr Bock habt. Aber auch das ist natürlich jetzt kein mega healthy Food. Aber ist auf jeden Fall mal schnell gemacht und schmeckt eigentlich ganz in Ordnung. Wobei ich selbstgemachte Pizza eigentlich mal besser finde. Aber es dauert natürlich mal ein bisschen länger. Dann haben wir hier natürlich Möhren. Möhren kommen bei uns auch jede Woche in den Einkaufskorb. Die esse ich so total gerne, einfach als Snack zwischendurch oder...
wenn ich mir ja, irgendwas gedünstetes Gemüse oder so mache oder in der Pfanne irgendwas andünste, kommen auch immer Möhren mit rein. Und da gucken, dass in den Möhren ist ja Beta-Carotin enthalten. Das ist die Vorstufe von Vitamin A. Und das ist ein fettlösliches Vitamin. Also immer am besten mit etwas Öl oder Fetten aufnehmen. Dann haben wir hier Tiefkühlbeeren. Die sind mega lecker und kann man auch gut auftauen. Und da kann man sogar eine Chia-Marmelade zum Beispiel mitmachen oder einfach in eine Joghurt-Bowl oder zum Porridge oder was auch immer. Egal, schmecken einfach immer und die sind halt auch einfach lange haltbar im Gegensatz zu den frischen Beeren. Auch wenn frische Beeren natürlich manchmal ein bisschen besser schmecken, aber die sind halt natürlich einfach das ganze Jahr da und kann man halt einfach auch die ganze Woche über benutzen und muss dann so nicht dann halt mitten in der Woche nochmal frische Beeren einkaufen. Dann habe ich hier noch Brokkoli. Ich denke, das bedarf auch keiner weiteren Erklärung. Einfach ein mega geiles und gesundes Gemüse. Sehr, sehr lecker, vielseitig einsetzbar. Könnt ihr ein Püree mitmachen, in Suppen benutzen, aber auch in der Pfanne, im Wok, was auch immer. Mega Allrounder einfach. Puddingpulver kaufe ich eigentlich auch sehr, sehr oft, weil ich damit gerne backe. Schaut gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es ganz viele Reels mit kurzen, schnellen Rezepten. Aber auch hier auf meinem YouTube-Kanal findet ihr ganz viele Rezepte und auch schon einige süße Rezepte. Und gerade bei dem Cheesecake, ich mache gerne Cheesecake, kommt das oft zum Einsatz und kann ich auf jeden Fall empfehlen, das immer zu Hause zu haben, wenn ihr gerne backt. Könnt ihr aber auch mega geil einen zuckerfreien Pudding mitmachen. Einfach mit einem Süßstoff eurer Wahl und dann halt Puddingpulver und ja, Milch nach Wahl, also vegane Milch natürlich. Und dann habt ihr einen zuckerfreien Pudding. Geht alles. Ja, mein Freund isst ja gerne Margarine. Ich würde sie nicht kaufen, aber wenn, dann holen wir natürlich vegane. Die von Rama ist vegan. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, das sei zwar dahingestellt. Ich würde sie jetzt selber nicht kaufen, aber manchmal bleibt halt auch nichts anderes. Ne? Dann haben wir natürlich Zwiebeln. Da mögen wir die roten super gerne. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch momentan so ist, aber die sind halt voll so schimmelig oder sowas. Die jetzt zum Glück nicht, aber gerade die weißen, irgendwie sind die voll gammelig. Dann haben wir hier Äpfel, Bio-Äpfel. Ich weiß gar nicht, welche Sorte das ist. Gala, auch ganz okay. Ich gucke mal, dass ich die Äpfel mit einer Papierverpackung nehme, weil wenn man die nämlich in so einer Plastikverpackung nimmt, kann man nie sehen, ob die gut aussehen. Dann hat man oft dann unten runter so Schimmelstellen oder sowas. Und das ist halt auch nicht in der Sache, wenn man die dann zu Hause wegwerfen muss. Dann habe ich hier diesen Multicolor-Salat mit Wurzeln. Wir essen jetzt nicht so oft so Salatsalat, aber den kann man halt schön dann immer so in Bowls oder Salatbowls quasi mixen, dann einfach so ein bisschen dazu oder auch aufs Brot legen, dann zusätzlich zu dem anderen Belag. Und der hält etwas länger frisch, weil er halt noch an der Wurzel dran ist, im Gegensatz zu Eisbergsalat beispielsweise. Oder noch schlimmer, dieser Salat, der halt schon in so Plastikverpackungen drin ist. Wie zum Beispiel dieser Spinat, aber den habe ich jetzt auch nur geholt, weil ich den jetzt gleich direkt essen werde. Andernfalls hätte ich den jetzt nicht mitgenommen, weil der ist so schnell schlecht. Der hält sich echt nicht lange. Dann habe ich hier eine Avocado mitgenommen. Ist auch mal so ein Glücksspiel. Man sagt ja immer, wenn man die abmacht und diesen Strunk hier abmacht und da unten drunter geht, sieht es gut aus. Ja, der sieht, glaube ich, scheiße aus. Den habe ich schon wieder verkackt. Ja, aber das wäre theoretisch der Trick. Aber ich kann natürlich jetzt nicht im Laden die ganze Zeit diese Dinger hier immer abpiddeln. Ne? Sieht auch nicht gut aus. Aber wenn ihr seht, dass überall alles abgepiddelt wurde, dann wisst ihr, diese Menschen haben jetzt mein Video geguckt. Oder ich war's. Nektarinen, auch sehr lecker. Haben wir eigentlich auch oft zu Hause. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier eine Grapefruit. Mag ich auch mega gern. Die schneide ich mir einfach in Scheiben und snack die dann so. Oregano brauchte ich ganz dringend neuen. Einfach so ein mega geiles Gewürz, das man einfach gerade so in einer italienischen Küche sehr geil einsetzen kann. Aber auch in Ofengemüse oder sowas tue ich das immer sehr gerne rein. Bananen. Übrigens, Leute, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr Bananen zu Hause habt und denen geht es nicht mehr so gut, bitte schmeißt sie nicht weg. Tut sie einfach ins Gefrierfach. Macht die auf, schneidet die vielleicht schon in Stücke, tut sie ins Gefrierfach. Ihr werdet sie irgendwann benutzen können. Ob es zum Backen ist, dann taut ihr die einfach kurz auf oder einfach so zum Snacken. Nehmt einfach so ein kleines Stück gefrorene Banane, tut da ein bisschen Erdnussmus drauf. Es ist so lecker. Ja, ansonsten Bananenbrot kann man damit backen. Aber bitte schmeißt sie nicht weg, das wäre so eine Verschwendung. Gerade reife Bananen, ach so, Nice Cream kann man auch sehr geil mitmachen. Also Eis mitmachen oder sowas. Oder einfach in einen Smoothie. Oder was ihr da auch mitmachen könnt, ist so ein Eiskaffee. Und oh, es gibt so viele geile Ideen. Also bitte nicht wegschmeißen, einfrieren, okay? Danke.
Dann habe ich hier, er war im Angebot. Das ist nicht zu fassen, wir kaufen so viel von diesem Joghurt. Oh, shame on me, echt. Ich predige ja immer, dass man eine vielseitige, abwechslungsreiche Ernährung praktizieren sollte, aber ich bin einfach so verfallen. Ich muss diesen Joghurt einfach jede Woche essen. Aber der ist auch so lecker und ich backe da halt auch mega gerne mit. Damit kann man nämlich auch voll geil Cheesecake machen. Als nächstes habe ich hier mal wieder die, hab ich jetzt hier so ein Zwiebelstück irgendwo hängen? Nee, jetzt nicht mehr. Die Maultaschen, ich hatte die letzte schon mal in einem Video gezeigt. Die kann man auf jeden Fall mal gut mitnehmen und essen auch, logischerweise. Die sind natürlich vegan und mein Freund isst die gerne in einer Soße, einfach mit Gemüsebrühe und ein bisschen Gemüse gekocht. Ich glaube, ich stelle mir die auch geil vor, einfach mit Zwiebeln in der Pfanne angebraten. Ich glaube, das könnte auch einiges. Bestimmt noch geiler als in der Suppe. Dann habe ich hier Haselnüsse, und zwar gehackt und geröstet. Nehme ich sehr gern zum Backen. Ich habe da jetzt noch ein Rezept ausprobiert, das muss ich jetzt bald mal online stellen. Das findet ihr dann auch auf meinem Instagram-Kanal. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ohne Witz. Da, ich habe schon so viele geile Rezepte da hochgeladen, die sind so schnell gemacht. Und da habe ich nämlich jetzt so einen Schoko-Haselnuss-Kuchen gebacken. Oh, der ist so lecker geworden. Mega lecker. Ich weiß, das Eigenlob stinkt, aber es ist gerade echt wirklich angebracht. So, wir kommen schon fast zum Ende. Mein Freund hat noch Nudeln mit eingepackt. Eigentlich nimmt er immer nur Weizennudeln. Ich habe dann gesagt, kannst du bitte auch ein bisschen Vollkornnudeln mitnehmen, damit du wenigstens ein bisschen satt wirst von den Nudeln. Weil, sind wir mal ehrlich, Weizennudeln schmecken schon geil, aber man wird von Vollkornnudeln schneller satt als von denen, weil da viele Ballaststoffe drin sind. Hier sind nicht mehr so viele, weil wir haben ja nicht das volle Korn da drin. Ne? Das ist ein Auszug. Von daher, wenn ihr vielleicht noch nicht ganz so auf komplett Vollkorn umgestiegen seid, ihr müsst auch nicht alles mit Vollkorn essen. Ne? Das ist komplett schwachsinnig, weil man hat auch vielleicht manchmal zu viele Ballaststoffe in der Ernährung. Aber gerade wenn ihr noch anfangt, so euch ein bisschen gesünder zu ernähren, achtet vielleicht mal darauf, nicht mehr nur noch Weizenprodukte, sondern auch ein bisschen mehr Vollkornprodukte mit einzuarbeiten. Weil wie gesagt, Ballaststoffe, man empfiehlt, also die DGE empfiehlt ca. 30 Gramm Ballaststoffe mindestens am Tag. Und da könntet ihr mal drauf achten, dass ihr da einfach eure Ballaststoffzufuhr etwas erhöht, wenn ihr ohnehin vielleicht nicht ganz so viel Gemüse esst. Wenn ihr nicht wisst, wie es um euren Ballaststoffhaushalt steht, kann ich euch empfehlen, das mal in einer App zu tracken. Da reichen 2-3 Tage einfach für den Anfang. Ich benutze immer MyFitnessPal sehr gerne und da könnt ihr nämlich den Ballaststoffanteil in eurer Ernährung in Gramm anzeigen lassen. Und das ist echt mal ganz interessant. Auch generell die Makronährstoffverteilung, wie viele Proteine, Fette und Kohlenhydrate esst ihr so am Tag. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal zu checken. Nicht unbedingt, um jetzt mega viel abzunehmen, aber einfach zu sehen, ist meine Ernährung ausgewogen oder könnte ich vielleicht noch an dem einen oder anderen Schräubchen drehen. Falls ihr übrigens keine Ahnung habt, wo ihr da anfangen sollt, meldet euch gerne bei mir. Ich mache nämlich Ernährungsberatungen mit dem Schwerpunkt auf vegane und vegetarische Ernährung und helfe euch, eine gesündere bzw. noch gesündere Ernährungsweise in euren Alltag zu integrieren und gebe euch halt auch viele Tipps, wie ihr einfach das Ganze sehr entspannt und unkompliziert angeht. Weil ihr braucht nicht 100 Millionen fancy Feenstaubzutaten, um vegan und gesund zu leben. Aber es gibt halt einige Sachen, worauf man achten darf und das zeige ich euch in meiner Beratung. Unten in der Videobeschreibung findet ihr meine Kontaktdaten und auch meine Webseite und da könnt ihr schon mal schauen, ob euch das generell anspricht, wie ich arbeite. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr euch bei mir meldet. Weiter geht's, wir haben jetzt genug über gesunde Ernährung geredet. Mein Freund hat diese Pizza mitgenommen, die war aber auch nur, weil die im Angebot war. Ich halte ja nicht so viel von diesem Ersatzprodukt, mein Freund eigentlich auch nicht, weil wir wissen wahrscheinlich, dass diese Salami uns nicht schmecken wird. Ich mag das eh nicht so gerne, aber ja, die werden wir probieren. Falls euch interessiert, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr den Taste-Test sehen wollt, dann filme ich euch den noch ab und stelle das vielleicht nochmal gesondert hoch oder so oder vielleicht mit ein paar anderen Taste-Tests zusammen. Weil ich bin halt auch gespannt, wie die schmeckt, ob es authentisch schmeckt. Wie gesagt, ich mag den Fleischgeschmack halt nicht so. Aber mein Freund ist ja immer so ein guter, ja, weiß ich nicht, Kritiker, weil der halt so Sachen früher eigentlich sehr gerne gegessen hat. Zum grünen Abschluss habe ich noch zwei Sachen, die ich mir noch geholt habe. Und zwar Proteinriegel. Auch da bitte darauf achten, Proteinriegel sind nicht gesünder. Das ist halt ein etwas proteinreicher Schokoriegel. Aber es heißt nicht, dass das dann dadurch gesünder ist, nur weil da Protein draufsteht. Aber trotzdem, die sind vegan. Die liegen meistens an der Kasse beim Lidl. Und ich glaube, die Sorte war ganz lecker. Ich bin mir aber gar nicht ganz sicher. Das ist Almond Cookie Dough Geschmack, also Mandel Keksteig Geschmack. Aber welche Sorte ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist diese hier. Das ist Lemon Cake Geschmack. So
mega lecker, hätte ich gedacht, weil ich bin immer so, gerade was bei so fruchtige Sachen angeht, so ein bisschen skeptisch. Aber echt, ohne Witz, probiert den mal aus. Ich fand den richtig, richtig geil. Und den kann man halt so mal schnell mitnehmen, wenn man halt gerade unterwegs ist oder so. Ich weiß immer so, wenn ich mich einkaufe, dann habe ich meistens schon voll Hunger dann danach. Und bevor ich dann irgendwie dann direkt Schokolade oder sowas esse oder wieder irgendwas Ungesundes, nehme ich mir dann lieber so einen mit und dann esse ich den. Was noch besser ist, das mache ich auch gerne, einfach eine Feige, Apfel oder irgendwie sowas dann mitnehmen. Apropos Feigen, ich hatte auch noch Feigen gekauft. Ah ja, hier. Mega lecker. Ich liebe Feigen. Da esse ich jetzt gleich direkt eine von. Die sind so gut. Und Ingwer, da mache ich mir gerne dann Ingwertee oder so Ingwerwasser mit. Mega gesund und anti-entzündlich. Das war's auch schon wieder von meinem Food Haul. Lasst mich gerne wissen, welchen Food Haul ihr als nächstes sehen möchtet. Wo soll ich nochmal einkaufen gehen für euch und was interessiert euch da am meisten? Ob es die gesunden Sachen sind oder eher ungesunde, vegane Ersatzprodukte oder irgendwelche Food-Neuheiten? Lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir in den Kommentaren. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao!